Servusle, meine Lieben. Willkommen zurück bei Subnautica. Mit dem Wautschelbart, mit dem Alderlein irgendwo rennt oder Dreinzle rum. Der Zweinzle. Jetzt habe ich mich schon verlabert. Leute, ich musste die Folge, die wir letztes Mal gespielt haben, nochmal komplett neu spielen. Ich habe nicht mehr zurückgefunden. Ne? Ich bin deswegen jetzt hier mit dem Braunau hergeklettert und habe die Seemottenzeichen drin, wie ihr seht, damit ich dieses. Was haben wir denn jetzt überhaupt geholt? Ich muss mal reinschauen. Wir müssen uns erstmal entspannen jetzt. Ne? Geisterkraut, Samen. Damit fängt ja alles an. Das habe ich jetzt tatsächlich noch ein zweites Mal machen müssen, weil ich nicht mehr zurückgefunden habe. Verstehst du? So, Leute, jetzt haben wir aber Teil Nummer 1. Herzlichen Dank für die Tipps, für die Hinweise. Da kam ja vom einen oder anderen ein bisschen was, mit dem ich arbeiten kann. Nämlich, dass wir die Meereskrone. Wir hatten überlegt, weil bei mir Seacrone. Schauen wir doch mal gucken, da kam nämlich ein Update, ob es immer noch so dran steht. Hey, lass uns mal reingucken. Da stimmt doch auch was nicht. Das sind doch normal 5 Teile, oder? Wir brauchen gar kein Geisterkraut mehr jetzt, oder was? Alterle, nee, hier ist wieder, war ein Bug. Also, wir brauchen die Seekrone. Die ist aber eigentlich die Meereskrone. Und da habe ich den Hinweis bekommen von euch, die wächst auch beim Meeresherrscher. Die wird da irgendwo zu finden sein in dem Becken. Pilzprobe habe ich auch von euch den Tipp bekommen. Augenstängel müssten wir eigentlich irgendwo haben und Lampenbusch werden wir auch noch finden. So, wir haben jetzt erstmal Teil 1 erledigt, würde ich sagen. Wir gehen jetzt durchs nächste Portal. Geht schon mal davon aus, dass wir die Folge heute komplett nur Material suchen sind. Ihr kennt mich ja. Ich bin so ein kleiner verwirrter Geist, Casual Gamer, also kein Vollprofi. Das kann gut bedeuten, dass wir erst nächstes Mal dazu kommen, dann das Enzym auch herzustellen. Jetzt machen wir mal so weit wir kommen, ohne uns zu stressen. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, falls es jemandem zu lange geht, gerne reinschreiben in die Kommentare, wo genau ich was finde. Zur Meereskrone habe ich auch nochmal per E-Mail-Tipps bekommen. Das ist nach der Höhle 6, glaube ich. Nee, nach dem Live-Pod 6, meine ich, hat er geschrieben. Gibt es eine Höhle, wo das auch nochmal drin wächst. Ne? Also die sollte man auf jeden Fall finden. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin ja meistens sehr, sehr ehrlich, welches Tor haben wir gehabt? Von wo aus haben mich abgemessen? Wo geht's denn hier hin? Passe mal auf. Hier ist ein nächstes Tor, hier ist ein Tor. Hier ist dann, ist das der Haupteingang oder geht es da zum Meeresherrscher? Hier ist, glaube ich, der Haupteingang. Einfach, dass ich so ein bisschen. Nee, hier geht's zum Meeresherrscher. Also Höhle rechts, beziehungsweise Portal rechts vom Meeresherrscher haben wir. Dann gehen wir jetzt hier durch. Wir müssen halt das Zeug finden, sonst geht es hier nicht weiter, ne? Und dann sind wir ja aber mit dem Endcontent, glaube ich, durch, wenn man tatsächlich. Ah, hier war das Labor. Dann sind wir mit dem Endcontent irgendwann durch, wenn wir die Sache hier erledigt haben, glaube ich, ne? Wobei ich schon tierisch geil finde, dass es danach dann wirklich hochgeht irgendwann und dass man die Rakete dann aufbaut und wirklich den Planet verlässt. Ne? Ich wünsche mir so sehr, dass die Leute, die das Spiel hier programmiert haben, dass die richtig fett Erfolg nochmal haben, wenn es released wird und dass die so motiviert sind, uns gleich noch ein zweites Spiel mit so einer geilen Story, mit so einem geilen Inhalt und aus Aussehen, dass die uns nochmal sowas machen, weißt du? Oder ein zweiter Planet. Ein Eisplanet vielleicht oder sowas. Wäre auch eine coole Geschichte. War das nicht eh schon mal im Gespräch? So, Leute. Jetzt pass auf. Jetzt wird es interessant. Ich laufe natürlich jetzt hier alles schön mit dem Zyklop ab, weil. Was sind das da? Ein Krebs. Das heißt, wir sind jetzt auf einer Inselhöhle, glaube ich, ne? Jetzt laufen wir mal hier lang. Ich komme so ein bisschen durcheinander. Ich habe so ein bisschen Panik auch gehabt vor dem Moment. Ah, das geht. Ich kann hier. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Kannst du hier auch so hochspurten, Alterle? Ja, guck mal. Alter, ist der fit? Ne, das funktioniert so nicht. Aber so, ne? Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Schön hochziehen. Oh, ne, oder? Da muss man doch jetzt irgendwie wieder hochkommen. Das kann ja nicht wahr sein. Ich werde ihn erst aufgeben, wenn es wirklich zu spät ist. Pass mal auf. Wenn wir jetzt hier hüpfen und ich ziehe mich hier hoch. Der zieht sich doch hoch, oder? Ne, der hängt jetzt hier. So, also was habe ich gesagt? Ich revidiere das gleich mal, Leute. Wir werden wahrscheinlich die nächsten 3 Folgen brauchen, die Materialien zu suchen. Alter Schwede. Ich glaube, hier kann er nur hüpfen, aber nicht gleiten, ne? Ich probiere es jetzt mal aus. Ey, super blöd geflogen. Ne, er hüpft hier nur, weil wir nicht im Wasser sind, ne? Das ist da nicht wirklich gut. Boah, Alter, was muss ich auch mit dem fetten Bullen hier rein? Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie wieder rauskomme. Da hinten vielleicht. Das sieht gut aus. Lala, ich wüsste jetzt momentan spontan auch gar nicht, was wir hier finden wollen. Haufen Krebse. Hier gehen wir mal durch. Irgendwo ist bestimmt ein Aufgang. Das haben die bestimmt gedacht, dass hier so einer herkommt, ne, der überhaupt keinen Plan hat und hier reinknallt. Seid ihr da? Ihr seid da, ne? Guck mal, hier geht's hoch. Wunderschön. Einfach ein bisschen Geduld, Wautschel. So, was wäre mal hier wohl. Wieso zeigt es jetzt hier ein Mauszeichen an? Ist das vielleicht gar der Pilz, den ich brauche? Nee.
Pinke Kappe. Nee. Pilz haben wir gesagt, im Pilzbiom, ne? Will jetzt gar nicht von unserem eigenen Plan hier abweichen. Was muss ich hier auf diesen engen Stellen auch rumlaufen, verstehst du? Mensch, was könnten hier für Pflanzen sein? Oder ist es vielleicht eher... Es ist unter Wasser. Wir gehen mal hier raus. Ich muss mal gucken kurz, wo wir sind. Höh! Geh weg, Alterle. Jetzt ist die Frage. Die Frage der Fragen. Ah, das sieht doch auch nach einem Stielauge aus, oder? Jo, Leute. Da haben wir direkt das Stielauge schon mal gefunden. Geh weg. Ich will doch nur das Stielauge, mein Freund. Und du auch weg. Boah, Alterle. Was sind das hier für Schussdinger? Ach, da schießt... Ich muss einfach kurz raus, das Stielauge gekrallt und dann hauen wir wieder ab, ne? So, wieder rein. Au. Doch, da oben ist der Eingang. Das ist nichts für mich, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ein Orientierungswunder. Solche Aufgaben, so schön wie sie sind, alles ganz böse für mich. Aber das haben wir jetzt gut gemacht, ne? Jetzt haben wir nämlich das Stielauge auch. Ist der Bug noch? Ne, jetzt ist er weg. Seekrone haben wir mehr oder weniger. Der Lampenbusch macht mir noch ein bisschen Sorgen. Da hat uns irgendwas angegriffen. Wir gehen mal in Sicherheit, dann repariere ich unseren kleinen Brawny. Der Mr. Brawny, Brawny, Brawny. Bin so froh, dass wir das Stielauge jetzt haben, weil ich wusste nämlich gar nicht mehr, ob wir das in der Base wirklich haben, weißt du? Ich habe noch die Stelle in Erinnerung, wo ich es immer finde, aber die wäre halt von unserer Hauptbasis aus eigentlich eher zu finden. So, jetzt nicht runterfliegen, Alterle. Schön, genüsslich, genüsslich, jawohl. Nein, Alterle. Spring halt kurz. Gleich wieder beruhigen lassen, erstmal auspendeln, erstmal auspendeln. Wahnsinn, dass hier so eine kleine, es ist eine richtige Quest eigentlich, ne? Finde, das hätten sie in der Aurora auch machen sollen. Obwohl es sind ja Quests, wenn man mal die Infos nimmt und alles liest, wird man schon durchs Spiel geführt, ne? Ich will da gar nichts sagen. Ich bin ja derjenige, der nicht liest. So Leute, jetzt machen wir uns kurz den Bug hier noch weg vom Livepod. Pass mal auf. Alles von euch gelernt, ne? Auf solche Tipps stehe ich unheimlich. So, Leute, wir bauen ganz kurz das Ding hier voll. Trinken müssten wir eigentlich auch schon wieder. Nee, nicht mit dem Laser. Hier reparieren. Also, jetzt müssten wir das Portal irgendwann erwischen, wo es ins Pilzbiom ging. Da ist noch alles klar. Dann haben wir drei. Aber der Lampenbusch. Der Lampenbusch, Alter, ich habe keine Ahnung. Und wir haben wirklich schon viel mit Pflanzen und Tieren gemacht, ne? Also es ist gar nicht so einfach, sich mal geschwind zu orientieren, wenn so eine Aufgabe auf einen zukommt. Dann müssen wir jetzt praktisch die Seite erledigt haben. Dann geht es da drüben weiter. Es dürfte ja jetzt theoretisch nur ein Portal da drüben sein. Ich nehme mal fast an in der Mitte, aber ich laufe trotzdem mal hier rein. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So Leute, Subnautica in den letzten Zügen. Noch einen Monat wird es released. Wahnsinn. Und wir sind noch nicht mal von Anfang an dabei gewesen. Aber schon ziemlich, ne? Seit letztes Jahr. Anderthalb Jahre, glaube ich, haben wir es jetzt auf dem Kanal immer wieder mal. So will ich das. Schönen, guten Early Access Titel finden. Dabei sein, bis er released wird. Das ist schon toll. Es macht unheimlich Spaß. Vor allem sind auch ganz viele von euch schon in den anderen Staffeln dabei gewesen, ne? So, jetzt pass auf. Jetzt ist die Frage der Fragen. Also hier ist auf jeden Fall schon mal eine indirekte Beleuchtung, aber das hat mit uns nichts. Wo sind wir denn hier, Leute? Ich tapp jetzt einfach mal vor. Kommst du hier durch? Ja. Ich laufe jetzt einfach mal vor. Hier macht er auch nicht so hässliche Effekte, der Brawn. Nur wenn man springt, ne? Ich glaube, das ist grundsätzlich einprogrammiert. Wenn man springt, wirbelt er alles auf. Jetzt nicht. Ja doch, da hinten. So, hier geht's auch wieder raus. Sehr schön. Ah, Koschregion. Koschregion riecht doch verdammt nach Lampenbusch, oder, Leute? Was? Ich höre schon wieder Knochenhaie. Aber ich glaube nicht, dass ein Koschbaum ist immer noch ein Koschbaum, ne? Der ist kein Lampenbusch. Alter, gerade habe ich repariert, jetzt kommst du hier angeschissen, verstehst du? Auch noch infiziert, Digga, kauf dir mal ein Enzym! Kauf dir mal ein... Ist der so schnell tot? Hey, Zweinzle, Alterle, komm, kriegst gleich mal... Ne, er lebt noch, gleich wieder zurück. Zweinzle, du musst noch warten, bis es Mittagessen gibt. Koschregion, Lampenbusch. Alter Viechle, weißt du, ich will ja von dir eigentlich gar nichts. Zweinzle. Zum Glück hat Zweinzle einen Haufen Leben, ne? Finden wir hier einen Lampenbusch? Was meint ihr? Ich habe jetzt Angst, da runter zu hüpfen, weil ich finde doch nicht mehr zurück. Der lebt immer noch. Jetzt hat er sich gerade gesammelt. Jetzt geht er rein, wo das Land eigentlich ist, Herr Blödel. Zweinzle, komm, bleib da, der kommt da wieder raus. Meint ihr, hier finde ich einen Lampenbusch? Ich habe keine Ahnung. Knuddelfisch?
Komm mal her. Zweinsle. Ich muss ganz kurz mit dem Zweinsle hier, ne? Den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, Leute. Jo, Alter, so ist gut. So, jetzt pass auf. Ich flitze da jetzt einfach mal runter und lasse den Braun oben stehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Weißt du, bevor ich mich jetzt hier nachher frage, ob es nicht vielleicht doch der gewesen ist, stoße ich mal einen an. Lampenbusch. Lampenbuschprobe. Die hießen doch früher nicht Lampenbusch, oder? Hieß es nicht irgendwas mit Kosch? Ja, dann haben wir ja schon wieder einen Tag. Wo ist denn jetzt mein Braun? Hier, hast gesehen, wie das Zeichen gerade verschwunden ist? Bin tierisch erschrocken. Wow, Leute, dann geht's ja doch schneller, als ich gedacht habe. Coole Geschichte. Was haben wir denn jetzt schon vom Enzym? Yo, wir brauchen nur noch die Pilzregion. Und dann suchen wir unten im großen Becken beim Meeresherrscher die Meereskrone. Da haben wir ja überlegt, ne? Meereskrone. Ja, weißt du, du bist schon ein bisschen auch selber schuld. Hier kann man doch gar nicht schwimmen. Ne, lass ihn in Ruhe kommen. Der muss jetzt erstmal selber hier rauskämpfen. In der Zeit können wir erstmal flüchten. Lalala, dann geht's schneller, als ich gedacht habe. Ja, wie geht's denn dann weiter? Wenn wir Endcontent durch haben, tauchen wir natürlich nochmal auf. Ich will die Base zum Abschluss nochmal sehen, das ist klar. Und auch oben ein bisschen mit der Motte rumhechten. Einfach auch, um zu gucken, wie das jetzt nach dem Augenkrebs, hätte ich jetzt fast gesagt. Entschuldigung. Sorry für den kleinen Schnitt, Leute. Ich bin mal wieder auf meine Tasten gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ich habe den Moment des Schnitts gleich genutzt und habe mir einen Kaffee gemacht draußen. Genau. Was machen wir nach der Aktion hier? Wir gehen hoch, ist klar. Wir wollen nochmal wieder auftauchen. Wobei wir auch unsere Taximodde noch haben, ne? Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall will ich auf jeden Fall eine Folge oben noch machen, wenn wir hier tatsächlich durch sind. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Panik, dass es jetzt schneller gehen wird, als ich dachte. Verstehst du? Aber dann haben wir echt, wir haben ja alles Mögliche gesehen. Wir machen ja schon über 70 Folgen. Stopp. Jetzt habe ich vergessen, wo wir schon waren und wo nicht. Wenn das der Meeresherrscher war, dann muss ich jetzt nochmal hier in die Mitte, ne? Kam ich hier gerade raus? Weiß es nicht mehr. Hier könnte aber die Rutsche gewesen sein, oder? Ja, da schauen wir mal. Aber gehen wir schon mal davon aus, ganz grob, ja, dass es nicht mehr allzu lange gehen wird, diese Staffel. Und dann haben wir es tatsächlich, unsere letzte Early Access Staffel. Ich weiß noch gar nicht, ob ich nochmal eine Staffel mache. Könnte auch gut sein, weil ich fange ja dann tatsächlich bald mit Streamen an. Ich bin ja schwer am Vorbereiten, am Planen. Kann auch sein, dass wir es dann mit Release einfach in den Stream reinnehmen und dann mal wirklich einen kompletten Abend am Wochenende Subnautica zocken oder sowas. Das muss ich noch schauen, ne? Also da schon mal als kleine Background-Info für die fleißigen Subnautica-Schauer bei mir. So, Leute. Halbe Folge haben wir schon. Aber wir brauchen noch zwei Sachen, ne? Pilz. War das hier das Portal ins Pilz? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Ich bin ja so froh, dass wir den Stielauge jetzt gefunden haben. Das war echt auch noch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, wo warten der wieder? War hier die Pilzregion? War dieses Portal die Pilzregion? Na, 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 na. Nee. Doch, 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 doch. Hier ist der Rochen. Und da, wo der Rochen ist, ist auch die Pilzregion. Ich muss jetzt nur gucken. Hier nirgends runterfallen. Wo geht's denn raus? Hier, ne? Würde ich fast sagen, wir lassen den am Höhleneingang da stehen, schnappen unser Messer. Mehr wie Knochenhaie können hier ja nicht kommen. Und flitzen hier einfach mal raus, verstehst du? Messer in die Hand. Und da habt ihr gesagt, soll ich so ein bisschen rummessern an den Pilzen, ne? Das wäre dann in meinem Fall dieses Pilzstück. Baumpilz, Leute! Leute von heute, uns fehlt nur noch die Seekrone. Fälschlicherweise Seekrone bezeichnet ist eigentlich die Meereskrone, ne? Haben wir jetzt festgestellt. Habe ich schon gesagt, ich weiß es. Tut mir leid, ich bin jetzt tierisch aufgeregt, wie es jetzt gleich weitergeht. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Und ich habe mich wirklich nicht so gespoilert, sondern einfach durch die Kommentare von euch. Die haben ganz gut ergänzt, was mir noch gefehlt hat an Infos, damit wir das jetzt hier locker schaffen können. Wahnsinn, aber dass es so schnell ging, hätte ich nicht gedacht. Sind wir noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Jetzt irritiert mich die Seemotte gerade so. Ja, da sind wir. Boah, bin ich jetzt gespannt, weil der Meeresherrscher, die wartet, ist schon eine Frau, sind wir uns einig, oder? Ist ein weibliche Kreatur, oder? Die wartet ja auf uns. Und die hat ja gesagt, hey, Alterle. Ja gut, Alterle hat sie nicht gesagt. Wenn du das Zeugs besorgst und mich verstehst, werde ich auch dich verstehen. So in etwa. War richtig schön gemacht, finde ich. Auch wie die das Tor freigepustet hat. Richtig gut. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut. So, Leute. Dann können wir zurück zum Meeresherrscher. Lass uns aber mal ganz kurz ins Inventar gucken. Ich möchte zumindest halbwegs fit da runtergehen. Haben wir noch was zum Trinken? Jo, hier haben wir noch eine Pulle. Hier haben wir noch eine Melone. Naja, wir waren schon fitter. Jetzt ist bloß keine Dinger. Ne, wir gehen einfach so. So gehen wir jetzt. Risiko, Fisiko. Sonst müsste ich jetzt komplett erstmal nochmal raus.
Jetzt schauen wir uns das mal an, was die da... Weil wir haben ja noch... Wir haben doch noch zwei Portale, die wir jetzt nicht gebraucht haben, oder? Oder? Also hier ist auf jeden Fall ein Portal geradeaus, da hinten. Und das Portal, das sie freigelegt hat. Also es kommt schon noch ein bisschen was, glaube ich. Kurz mein Sodbrenner wieder da gewesen. Servus, le Sodbrenner. So, Leute. Flupp. Jetzt müssen wir aber erstmal die Meereskrone noch suchen hier, ne? Ihr habt ja gesagt, die ist hier drin. Hallo. Da hinten leuchtet was. Vielleicht ist sie das. Ne, ist ein Stein. Ich weiß, wie sie aussieht. Ich war damals nämlich bobbelstolz, als ich die in der zweiten oder dritten Staffel gefunden habe. Da habe ich mich noch gewundert, weil wir hatten schon ganz viele Folgen gezockt gehabt. Ich glaube, die dritte Staffel war es. Und da war ich so verwundert, eine neue Pflanze zu entdecken. Und da habe ich dann auch mitbekommen, wie selten die Meereskrone ist. Ne? Ist jetzt halt nur die Frage, wo die sein soll. Ich weiß, wie sie aussieht. Wie so eine halbe Muschel. So eine zu und eine geschlossene halbe Muschel irgendwie. In grün halt. Grün-gelb. Da hinten leuchtet es. Vielleicht ist sie da oben. Wir gehen mal hoch. Ich hoffe doch, die ist hier drin, aber wenn ihr das schreibt, dann muss die hier sein. Ich hoffe auch, die spawnt man nicht wieder vor der Nase, wie das letzte Mal, als ich in der Geisterregion war, ne? Hier, guck mal, da leuchtet. Ja, hier ist sie, Leute. Guck mal, wie das leuchtet. Schön. Da würde ich fast sagen, wir nehmen uns zwei Seeds. Seekrone heißt die jetzt. Ey, vielleicht haben sie die komplett umbenannt, den Seekrone. Oder es ist nur ein Ableger. Aber die sieht genauso aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Wir nehmen mal einen zweiten Seed mit, weil... Für zu Hause, weißt du? Für unsere Aquarien. So. 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt alles, oder? Alter Schwede. Es geht weiter, Leute. Dann gehen wir zu den Eiern zurück. Dann werden wir das Enzym jetzt abgeben, denn die Jungen der Meeresherrscherin dürfen nicht gewaltsam befreit werden. Das haben die Kollegen, die es vor uns probiert haben, ja fälschlicherweise nicht gerafft. Die haben es aufgebrochen. Und deswegen ist das alles schief gegangen. Hätten die mal lieber die Proben geholt, verstehst du? So wie wir das hier machen. Ist der Zweinsel jetzt hier wieder reingepackt oder nicht? Zweins? Ich sehe ihn nirgends. Ich vermisse den Fall schon, seit wir den haben, gell? Zweinsi. Ich sehe ihn jetzt spontan nicht. Ich sollte auch ein bisschen schneller machen, sonst haben wir nämlich gleich kein Futter mehr. Da müssen wir doch noch raus. So. Und es stimmt schon. Die Performance vom Spiel ist trotz dieses Updates das schön besser geworden. Ne? Also da kann man nichts sagen, Leute. Aber es wird ja released, das sind ja Profis, ne? Wir haben auch lustige Bugs gehabt. Ich erinnere mich noch an diesen Psychedelik-Bug damals, als alles, weißt du, noch die Glasfasern an der Aurora, als die so lila, gelb, blau-grün waren, so Regenbogenfarben. Der Zweinsle ist fein immer da. Jetzt pass auf, wir beobachten das hier natürlich von hier unten. Wir steigen aber aus dazu, habe ich mir überlegt. So. Ganz kurzer Moment der Besinnung, bevor wir jetzt tatsächlich das Enzym da vorne einkippen, kann ja immer noch sein, dass sie plötzlich ihre Stimme verändert und böse ist, verstehst du? Hey, irgendwie ist der Zweinsle nicht da. Komische Geschichte, vielleicht war es doch ein anderer. So, pass auf. Seid ihr bereit? Ich bin bereit, Leute, innerlich jedenfalls. Jetzt gehen wir das hier ein. Brutkasten, Enzym. Ich blöd, Mann. Der Voucher wieder live. So, Leute. Alles klar, also wir werden auf jeden Fall, da machen wir halt eine längere Folge. Ja, ich muss dazu sagen, ne, ich habe natürlich das Enzym noch nicht gebastelt. Ich schätze mal, dafür müssen wir einen Fabrikator irgendwo bemühen, ne? So Voucher-mäßig. Geschwind mal da runter, weißt du, den Rohstoff reingekippt und dann gewundert, dass nichts geht. Ey, wir müssen natürlich, da ist er, siehst du? Knuddelfisch. So, jetzt kommt natürlich der erste Moment, erstmal müssen wir nämlich hier wieder hoch. Komm, gib Schub, Alterle. Gib Schub. Reiß dich zusammen. Wie, das hat nicht gereicht. So. Sorry, Leute, ne? Ich muss ja das Ding erst noch bauen. Ich hoffe doch, dass wir es im Fabrikator bauen müssen. Rätselhafte Enzyme. Naja, komm. Hilft jetzt nichts. Müssen wir durch. Naja, dann pack mal die Folge. Das wahrscheinlich nicht mehr. Habe ich es mal wieder richtig eingeschätzt. So. Wie gut, dass ich gleich zum Anfang der Folge was erzählt habe von Vollprofis, die keine Sinn und so. Jo, das hat hingehauen. Super. So, pass auf. Geh mal kurz, dann können wir auch nochmal futtern. Dann sind wir wenigstens richtig frisch und klar, wenn wir gleich dort diese Enzyme reinkippen. Erstmal müssen wir sie bauen. Ich nehme halt einmal an, dass wir das im Fabrikator machen müssen. Ja, wo sonst? Wo sonst, ne? So, Leute. Naja, das sind jetzt nochmal 3 Minuten hin, 3 Minuten zurück. Dann ist die Folge fertig. Ich schau mal, wie wir rauslaufen. Ich würde es schon gerne heute sehen. Ich würde es schon gerne heute sehen. Ihr wisst, dass ich kein Content reinpresse in meine Folgen, aber das juckt mich jetzt.
Weil das bedeutet, wenn ich die Folge ausmache, ist auch für mich aus, bis ich wieder aufnehme. Das heißt, ich kann es dann nicht anschauen, weißt du? So, Sea Dragon, Alterle, bleib du da hinten. Wir flitzen kurz. Ich hätte ihn schon mal umparken können, gell? Er ist jetzt wurscht. Jetzt machen wir so fertig. Mein Sicherheitsbedürfnis geht vor. Wenn der aus dem Schuss ist, kann nicht viel schief gehen, wenn ich mich mal vertue, weißt du? So, Leute. 20 Minuten. Aber sind wir mal ehrlich. Wir haben doch alle damit gerechnet, dass der Voucher 3 Folgen braucht, bis er die ganzen Samen findet. Wenn ich nichts kann, aber eure Tipps analysieren und zu verstehen, das kriege ich hin, ne? So, pass auf, jetzt gehen wir hier rüber. La la li, la la la. Es ist richtig schön. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Lava-Region unten war, war es nicht so mein Fall, ne? Da war das auch noch ziemlich buggy hier. Das Gefängnis war noch komplett zu. Und da dachte ich so, ah, da musst du nicht runter, dann baust du lieber oben. Aber jetzt würde ich es mir auf keinen Fall nehmen lassen, das wiederzusehen, wenn ich es wieder spiele, weißt du? So gut ist es geworden. So, Leute, würde ich sagen, wir futtern Melonen und bauen Enzyme, ne? Schumdi-dum, dum-di-dum. Wie lange sind wir jetzt schon hier unten? Eine ganze Weile, ne? Wahnsinn. Und wir mussten nicht wirklich hoch was holen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir eigentlich wirklich an alles gedacht gehabt. So, erstmal was futtern geschwind. Nur nicht die Meereskrone, bitte. Ah, die kann man nicht essen. Gut, das ist gut. Jetzt schauen wir mal. Da müsste ja irgendwo hier wahrscheinlich. Enzyme zum Schlüpfen. Da-da-da-da-da-da-da. Jetzt singt er auch noch, obwohl das gerade schon fast verpeilt hat. So. Die können auch nicht spoilern oder die spoilern, die spoilern. Die können auch nicht despawnen oder irgendwas. Ja, komm, dann machen wir hier weiter. Wir futtern, bis wir satt sind. Die Meereskrone, die haben wir extra mit für daheim. Genau. Und damit wir nicht übermütig werden, wer weiß, was noch auf uns wartet, baue ich natürlich auch gleich nochmal neue Melonen an. Dann ist alles richtig hier. Dann hat alles der Richtigkeit. Lum-li-lum-li-lum-li-lum. Und wir nehmen uns noch 2 Stück mit als Reserve. Und lassen unsere Meereskrone hier. Jawohl, ja. Halt, so. Und jetzt speichern wir auch, Leute. Wir speichern. Denn jetzt geht es tatsächlich hier weiter, egal was ich jetzt noch versemmel. Ich muss die Folge nochmal machen, die letzte, ne? Weil ich nicht mehr zurückfand. Hammer. Hey, wir haben noch massiv Zeit, Leute. Wenn wir nicht trödeln. Wenn wir nicht trödeln, sind wir schneller drüben, wie wir hier waren. Und wir trödeln nicht. Wir gehen jetzt hier volles Risiko. Flupp. Jetzt bin ich so gespannt. Ich würde jetzt auch eine Folge machen mit 40 Minuten, nur dass ich sehe. Gar keine Frage, ne? Wir kippen jetzt die Enzyme ein und dann müssten wir doch theoretisch, ich habe natürlich im Vorfeld nicht geguckt, aber rein theoretisch und logischerweise müssten wir die Jungtiere sehen von ihr, ne? Die meisten von euch haben es schon gesehen, ich weiß. Ich finde es trotzdem bärig, dass ihr mir zuschaut, ne? Dass ihr da so ein bisschen euren Spaß habt, ein bisschen entspannen könnt. Deswegen mache ich es ja auch. Einfach der Entspannung wegen, das macht mir Freude, weißt du? So, pass auf. Das denkt ja sowieso jeder Zweite da draußen in dieser krassen Welt heute, ne, denkt ja nur an sich, an Geld. Es ist ja nicht mehr so einfach heutzutage. Und da muss auch mal irgendwo was sein, wo man ein bisschen entspannen kann, wo es um nicht solche Sachen geht. Und das ist hier. So, pass auf. Nicht aufgeben, Alter. Renn. Zieh durch, zieh durch. Wir wollen jetzt die Jungtiere sehen. Jungtiere sehen. Ihr werdet schon sehen. 2 Portale sind irgendwie unnötigerweise bis jetzt. Ne, dieses und das unten. Da kommt noch was. Ich meine, einmal wäre klar, wir müssen ja wahrscheinlich hoch an die Kanone, dann später im Endspiel, wenn das Spiel released ist. Aber da ist noch ein Portal. Oder war das für die Meereskrone? Die haben wir ja jetzt so gefunden. Ich glaube, da war es, gell? Schauen wir mal hinunter zu den Eierchen. Holladidi. So, pass auf. Flup, flup. Hier will ich den Brown absetzen, genau auf diesem mittleren Steg. Und dann tauchen wir runter zu den Gagaxlen. Hier, stopp, bisschen langsamer, genau hier mittig landen, wie ein Hubschrauber. Bam! So, meine Freunde, wir sind gestärkt, wir haben Essen, Trinken, wir haben ein Enzym dabei, sie sitzt auch schon in Hab-8-Stellung. Ich würde sagen, der Heinzle kriegt jetzt noch kurz einen Keks. Heinzle? Ja, nee, gib Pfeif. Kommt ein Pirscher. So. Also, Leute, jetzt geht's los. Wir kippen ein. Wir kippen ein, wir haben es tatsächlich in dieser Folge geschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Oh, die schlüpfen, die schlüpfen. Guck mal, Alter. Wahnsinn. Ach Gott, wie so kleine Meeresschildkröten. Wie süß seid ihr denn bitte? Wie süß seid ihr denn bitte? Ich will euch scannen. Komm her, komm zum Vouch. Komm zum Vouch. Da müssen wir dranbleiben, da müssen wir. Ach Gott, das sind ihre Kinder, ah ja. Einheimische Lebensform, Meeresherrscher Jungtier. Sie schwimmen zur Mama.
Aber ey, Leute, eigentlich der die Eier und so, ne? Ich muss nur auf meine Luft achten. Guck mal, wie schön. Mach die Taschenlampe, Alter. Ich will sie. Oh! Wie sanft der Gesichtsausdruck gerade war. Schön. Richtig schön. Wo geht ihr hin? Ey, seid ihr schon. Ihr seid doch noch gar nicht Pflücke, Alterle. Sind die schon Pflücke? Dürfen die schon das Nest verlassen? Die rutschen doch jetzt hier durchs Portal durch. Ich sehe doch, wo der hin will. Meine Jungen schwimmen zu den seichten Gewässern. Ich danke dir. Ihre Freiheit ist mein Ende. Was? Nein! Nein! Ich hab dich voll lieb geworden gerade. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, bin ich vielleicht eine Meeresströmung, die meine Saat zu neuen Ufern bringt. Oder ein winziges Tierchen, so klein, dass es zwischen Sandkörner passt. Boah, die verendet gerade. Mir zieht's gerade die Haut aus, Leute. Die schwimmen da vorne durchs Portal. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Lebe wohl, mein Freund. Ist es schön, wir sind ihr Freund geworden durch die Aktion, verstehst du? Tschüss, Alterle. Was ist jetzt mit deinen Jungtieren? Die sind jetzt weg, ne? Oder bleibt die jetzt so hängen? Ich warte die ganze Zeit, dass sie noch voll umfliegt. Ach Mensch, Alterle. Das tut mir voll leid, weißt du, dass das hier mit dir jetzt zu Ende geht. Oh, wie traurig. Aber sie hatte in ihrer Stimme trotzdem den sanften Klang, als wäre alles gut und als wäre alles so, wie es sein soll. Der Lauf der Dinge, schätze ich mal. Ey, die Jungtiere sind hier durchgeflutscht. Da müssen wir bestimmt auch durchflutschen, oder? Ich gehe nochmal zu den Eiern. Vielleicht ist noch was übrig. Geh nochmal raus, Alterle. Guck da nochmal rum. Die sollte man auch noch scannen, ne? Meeresherrscher Eier. Fortgeschrittene Theorien. Da müssen wir gleich mal reingucken. Den Inkubator habe ich wohl auch nicht gescannt, oder? Ich habe es beim Wiederholen der Folge vergessen. Oh, Leute. Wahnsinn. Die geht zu Ende. Ja, tut mir leid, ne? Sowas nimmt mich schon mit, vor allem wenn man erst so drin ist in so einer Story, ne? Wahnsinn. Jetzt pass auf. Gucken wir mal. Fortgeschrittene Theorien. Pirscherzähne, Meeresherrscher Eier. Schale. Ungewöhnlich harte Schale. Das organische Wachstum auf der Außenseite ist ein Hinweis dafür, dass diese Eier hunderte, vielleicht tausende von Jahre alt sein könnten. Fremde Röhren. Fremde Geräte durchdringen die äußere Schicht der Schale und sind wahrscheinlich dazu gedacht, sie mit Nährstoff zu versorgen und sie von der Umgebung zu isolieren. Fruchtblase. Anders als die meisten anderen Eier, in denen eine Nährstoffversorgung langsam durch den Embryo ausgeschöpft wird, existieren diese Eier in einer Form von natürlicher Stase und warten wahrscheinlich auf ideale Bedingungen. Naja, die haben jetzt gewartet auf das Enzym, Leute. Es gibt eine hohe genetische Übereinstimmung zwischen diesem Organismus und dem Leviathan in der Nähe. Sie scheinen stabil und gesund zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass die idealen Bedingungen zum Schlüpfen von idealen Bedingungen für das Überleben des Elterntiers erheblich abweichen. Ja, alles klar, verstehe ich. Also es ist fürs Jungtier ist was anderes notwendig, dass es schlüpft und gedeiht, als fürs Elterntier nachher zu leben, ne? So, pass mal auf, Leute. Jetzt bin ich natürlich, die sind doch bestimmt hier durch, ne? Sie schwimmen zu seichten Gewässern. Dann sind die hier durch. Dann gehe ich da jetzt auch durch. Oder soll man jetzt hier wieder einen Cliffhanger machen? Ne, wir gehen durch. Komm, lass uns durchgehen. Ich habe schon überlegt gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wo hat denn das Portal hingeführt. Auf die Plattform, ne? Vor der Insel, oder? Ich bin gespannt. Da sind sie tatsächlich. Hier ist es, ne? Was ist denn das hier? Enzym berühren. Guck mal. Heilt uns das jetzt wahrscheinlich, oder? Boah, der Sound, Alter. Okay, meine Maus bewegt sich noch nicht. Jetzt. Enzym eines Baby-Leviathans. Jetzt könnte ich ja mal gucken. Wir waren ja das letzte Mal infiziert, ne? Keine verbleibenden Anzeichen einer bakteriellen Infektion. Ach, die haben das komplette Wasser jetzt hier mit diesen Enzymen da. Spiele mit dem Fisch? Nee, Alter, aber ihr redet nicht mit mir wie die Mama, gell? Das ist ja geil. Kann ich die jetzt einsammeln? Nee, kann ich nichts mehr machen mit. Und jetzt, Leute? Vielleicht ist es doch eine gute Stelle, dass ich an der Stelle Schluss mache, weil jetzt habe ich keine Ahnung. Sind wir jetzt am Ende? Wir sind geheilt, ne? Also ist alles gut.
Spiele mit dem Fisch. Ja, Leute, wir sind ja bei einer halben Stunde. Für mich hat es sich auf jeden Fall rentiert, das alles so anzuschauen bis hierher. Es kommt auf jeden Fall noch eine Folge, die nächste, da ich jetzt momentan nicht weiß, ob es hier noch weitergeht oder nicht. Da wäre es natürlich schön, wenn ich von euch eine Info bekomme. Ansonsten würde ich fast sagen, wir schnappen uns dann die Motte. Schauen wir mal, was ihr an Infos bringt. War das ein Warper? Ist natürlich nicht ganz so glorreich hier. Warperle. Guck mal, jetzt paddeln die hier rum, ne? Und hauen das komplette Wasser voll mit Enzymen. Das heißt, die heilen jetzt das Meer. Kann man doch so sagen, oder? Zweinsle? Zweinsle kommt, sagt tschüss, wir gehen. Zweins. So. Zweinsle sagt tschüss, ich sag tschüss. Da ist ein Warper. Und der ist trotzdem noch böse. Ich glaube nicht, dass der jetzt auch geheilt ist. Dem seine Gesinnung ist immer noch die alte. So, Leute, ich bleibe hier stehen. Ich speichere hier ab. Hallo? Okay, hier sind wir sicher. Alles klar. Highlight. Also, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier noch irgendwas ist, was ich machen kann. Ansonsten würde ich tatsächlich zur Mainbase rübergehen, noch eine Folge. Und dann bereden wir alles mit der nächsten Folge dann, okay? Ja, meine Aufregung, ich muss ein bisschen runterfahren jetzt. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns übermorgen wieder, ne? Bis dann.